Hallo, herzlich willkommen in Brasilien, der Hauptstadt Brasiliens. Ich bin Juliana Gandolfi-Schmitz und ich bin Schauspielerin. Meine Familie kommt aus Deutschland, aber ich bin hier geboren und heute zeige ich euch meine Stadt. Hier sind wir schon im Regierungsviertel, im Zentrum der Macht, auf dem Platz der drei Gewalten. Hier sind die wichtigsten Gebäude der Stadt, wie der Palácio do Planalto, der Regierungspalast, der Oberste Gerichtshof und der Nationalkongress. Die meisten Gebäude sind von Oscar Niemeyer. Er ist die Ikone der modernen brasilianischen Architektur. Dank ihm ist Brasilia heute Weltkulturerbe. Brasilia ist eine Planstadt. Die zentrale Achse heißt Monumentalachse oder auf Portugiesisch Eixo Monumental, weil hier sind die wichtigsten Monumente und die Ministerien. Am anderen Ende der Monumentalachse liegt das Wahrzeichen Brasiliens, der Fernsehturm. Er ist das höchste Bauwerk der Stadt, 224 Meter hoch. Brasilia ist eine neue Hauptstadt, erst seit 1960. Vorher war es Rio de Janeiro. Sie wurde aus dem Nichts errichtet, im fast unbewohnten Zentrum des Landes. Unterhalb des Fernsehturms gibt es am Wochenende einen Markt mit Essen und Musik. Hier gibt es einen Snack, der in Brasilien super beliebt ist. Und zwar Pastel und Caldo de Cana. Das ist dann Zuckerrohrsaft und ein frittiert Teigtasche. Guten Appetit! Hier spielen sie die bekannteste Musik Brasiliens, Samba. Paranoá. Am Ufer kann man gut, sehr gut spazieren gehen oder sich ein Boot mieten. Der Paranoá ist ein künstlicher See. Der See wurde angelegt, um die Stadt mit Wasser zu versorgen. Weil aus Brasília gebaut wurde, gab es hier kaum Wasser. So, hier verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Dann kommt doch mal vorbei. Bis dann. Tschüss.